eine anschauliche Aufgabe zum Skalarprodukt, zu dem üblichen Skalarprodukt mit den geometrischen Vektoren. Das soll mein Vektor A sein. Dieses soll ein Vektor namens B1 sein. Muss man gerade gucken. Dieses soll ein Vektor namens B2 sein. Dieses ein Vektor namens B3. Na, vielleicht etwas gerader. So. Und dann hätte ich noch gerne einen Vektor namens B4. So, das soll mein Vektor namens B4 sein. Und ich hätte noch gerne einen Vektor namens B5. Haut das hin? Na, so ungefähr, wie ich es mir vorstelle. B5. Und Sie schreiben mal gerade auf, was halten Sie von diesen Skalarprodukten? A mal B1. Wir wissen jetzt nicht gleich, was es ist. Ich habe auch keine Einheiten dran geschrieben, deshalb kann man nicht sagen gleich. Sehen Sie irgendwelche Verwandtschaften und so weiter zwischen diesen Skalarprodukten? Sehen Sie welche, von denen Sie das Vorzeichen wissen? Sehen Sie welche, die gleich anderen sind? Was könnte jetzt bei diesen verschiedenen Skalarprodukten hinkommen, sozusagen? A mal B1, A mal B2. Ich muss das mal ein bisschen enger hinschreiben, damit es auch irgendwie hinkommt. A mal B1, A mal B2, mal B3. Mal B4, mal B5. Verwandtschaften, Vorzeichen, sehen Sie da irgendwas? Das müsste nach gestern eigentlich hinhauen. Nehmen wir das jetzt mal in der Ebene, so wie es hier aufgemalt ist, dass die Winkel wirklich so sind, wie sie hier eingezeichnet sind. Im Raum wäre es schwierig, wenn ich das im Raum, wäre es schwierig zu verstehen, nicht schwierig zu rechnen, aber schwierig zu verstehen, wenn ich sowas im Raum hinmale, dann wissen Sie nie so genau, wie groß ist eigentlich dieser Winkel. Das könnte zum Beispiel ein rechter Winkel sein. Ich gucke nur von der Seite drauf. Deshalb nehmen wir das jetzt mal in der Ebene, dass die Winkel, die hier sichtbar sind, auch wirklich die echten Winkel sind. Im Raum perspektivisch sind die Winkel ja verzerrt. Also insofern, ja, korrekte Bemerkung, in der Ebene hier. Was sehen Sie an Beziehungen zwischen diesen Skalarprodukten? Nicht zwischen allen gibt es welche. Was sehen Sie an Vorzeichen? Gute Frage. Einige sollten dieselbe Länge haben. Ich hätte gerne, dass B1 dieselbe Länge hat wie B4 und dieselbe Länge hat wie B5. B3 und A, die sollten einen rechten Winkel bilden. Das hätte ich Ihnen verraten sollen. Die beiden sollten einen rechten Winkel bilden und dann wissen Sie, okay, das Skalarprodukt aus den beiden ist 0. Skalarprodukt, zwei Vektoren, die senkrecht zueinander sind, ist 0, hatten wir gestern. Das ist also insofern schon mal geschenkt. Dann, wenn ich A und B1 miteinander multipliziere, der Winkel dazwischen ist kleiner als 90 Grad. Oder die Projektion von B1, wenn Sie B1 parallel, ich soll es wirklich dann dort drauf malen, wenn Sie B1 runter projizieren zu A, die Projektion von B1 ist in dieselbe Richtung, zeigt in dieselbe Richtung wie A. Dann ist das Skalarprodukt von den beiden positiv. Also Sie können es mit dem Winkel begründen, das hatte ich gestern eigentlich nicht erzählt, sondern eigentlich mit der Projektion hier. Sie bilden den Anteil von B1 parallel zu A. Dieser Anteil und A zeigen in dieselbe Richtung, dann ist das Skalarprodukt positiv. Aber Sie sehen, das hat offensichtlich mit dem Winkel zu tun. Der Winkel ist kleiner als 90 Grad. A mal B1 ist größer 0, so würde man das aufschreiben. Schreiben Sie nicht auf, schreiben Sie jetzt hin, ich schreibe es mal hin, schreiben Sie nicht auf, ist gleich plus irgendwas, weil dieses irgendwas, da müssen Sie sagen, dieses irgendwas muss jetzt positiv sein. Es ist ja nicht gleich plus minus 2. Das ist zu gefährlich. Also die offizielle Schreibweise ist A mal B1 ist größer als 0, auch nicht gleich 0. Die beiden ergeben offensichtlich im Skalarprodukt nicht 0. Das ist größer als 0, was da rauskommt. Also auch nicht größer gleich 0. Würde auch stimmen, aber wir können schärfer sagen, es ist größer als 0. Oder sagen Sie, es ist positiv, könnte man auch sagen. A mal B1 ist positiv. Aber faul wie unser eins ist, A mal B1 ist größer als 0. A mal B2, selbes Phänomen, ist auch größer als 0. Und Sie sehen B4, B5, wenn Sie da die Projektion bilden, parallel zu A, zeigt die Projektion in die falsche Richtung sozusagen, antiparallel zu A. Das Skalarprodukt kriegt ein Minuszeichen und dann sehen Sie, aha, das hat anscheinend mit dem Winkel zu tun, der Winkel ist größer als 90 Grad. Na toll, so hätte man es auch haben können.
Also die beiden hier unten sind negativ. Kleiner 0, kleiner 0. Und es gibt noch Gleichheiten zwischen denen. Wegen dieser gleichen Längen. Ist vielleicht nicht so gelungen. Ich setze mal den Vektor a hier fort. Ich wollte eigentlich, dass dieser Winkel gleich dem Winkel gleich dem Winkel ist. Und was sehen Sie jetzt noch als Beziehung zwischen diesen Skalarprodukten? So, das ist wahrscheinlich das Einfachste mit b1 und b5. Wenn ich multipliziere a mal b5, was ist eigentlich b5? b5 ist nichts anderes als minus b1. b5 ist der Gegenvektor zu b1. b5 ist minus b1, sollte ich hinschreiben. Und jetzt können Sie einfach mit den Rechenregeln für das Skalarprodukt arbeiten, dieses Minus aus dem Skalarprodukt rausholen und kriegen minus a mal b1. Das ist also eine Beziehung zwischen a mal b1 und a mal b5. Hätte man auch anders machen können. Wie rechne ich a mal b1? Ich rechne die Länge von a mal die Länge dieser Projektion von b1 mit positiven Vorzeichen. Wie rechne ich a mal b5? Ich nehme die Länge von a mal die Länge der Projektion von b5, genauso lang wie eben, mit negativen Vorzeichen. Da kommt das Minus her. Man könnte es auf beide Arten hinkriegen. Und was halten Sie von a mal b4? Mich interessiert also die Länge von diesem Vektor. Ich projiziere b4 zu a, mich interessiert diese Länge hier. Sie haben recht, die ist hier schon vorgekommen. Aber ich würde sagen, die ist auch bei b5 schon vorgekommen, diese Länge. Und dann gleich auch noch mit dem richtigen Vorzeichen. b5 runterprojiziert hier auf den Vektor a, gab den Vektor. Und b4 runterprojiziert auf den Vektor a, gibt denselben Vektor. Also ist noch viel einfacher. A mal b4 muss dasselbe sein wie a mal b5. Die haben beide dann hier dieselbe Projektion parallel zu a oder eben antiparallel zu a. So würde ich das begründen. Das ist also dasselbe wie a mal b5 und damit dasselbe wie minus a mal b1. Jetzt habe ich hier einen noch, der mich interessiert, nämlich b2. Da muss ich mal eine kleine Hilfslinie anzeichnen. So, und jetzt wissen Sie, was a mal b2 ist. So, also für b1 sehen Sie, die Projektion ist dieser Vektor. Na toll. Und für b2 sehen Sie, die Projektion ist derselbe Vektor. Also kein Problem, a mal b1 muss dasselbe sein wie a mal b2. Wir haben beide hier denselben Vektor als Projektion parallel zu a. So kriegt man mal so ein paar Beziehungen zwischen diesen Vektoren hin. Sie sehen, Sie müssen gar nicht rechnen an dieser Stelle. Das können Sie dann irgendwann einfach aus dem Bauch heraus sagen. Oh, das ist positiv, das ist negativ, die sind gleich. Da setzt sich keiner hin und zückt den Taschenrechner. Man muss dann irgendwann diese geometrische Intuition entwickeln. Im Raum geht es genauso. Es ist nur fürchterlich zu zeichnen. Ich sage sicherheitshalber nochmal. Weil, wenn Sie es zeichnen im Raum, Sie nie sicher sein können, es sei denn, Sie zeichnen sehr systematisch, wie groß die Winkel sind. Bei diesen beiden Vektoren hier zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass das hier ein rechter Winkel ist. Wenn ich die Köpfe der beiden Vektoren hier anders male, aber da klingt mir was, was machen wir? Malen wir die mal so. Wenn ich die Köpfe dieser beiden Vektoren so male, dass ich da platt drauf gucke, dann würde ich sagen, okay, der Winkel ist kleiner als 90 Grad. Hier würde ich dagegen sagen, das ist gleich 90 Grad. Also vorsichtig mit räumlichen Skizzen. Winkel abzulesen im Raum ist eine mittlere Katastrophe. Deshalb habe ich das jetzt hier im Zweidimensionalen gezeichnet. Aber es geht dann genauso im Dreidimensionalen. Also wenn Sie diese beiden Vektoren hier im Skalarprodukt multiplizieren, kriegen Sie 0 raus. Wenn Sie die beiden multiplizieren, kriegen Sie eine Zahl raus, die positiv ist. Wenn Sie, gelingt mir das? Wenn Sie zwei Vektoren multiplizieren, die so auseinander voneinander wegzeigen, ist das einleuchtend, sowas, dann ist der Winkel hier größer als 90 Grad und das Skalarprodukt wird negativ sein. Aber es ist schwierig abzulesen. Dieser Winkel hier, wenn Sie die Pfeilspitzen richtig malen, könnte sogar ein rechter sein. Gelingt mir das? Kriege ich hier mal auch einen rechten hin. Der kommt zum Beispiel, könnte so zeigen und der zeigt dann so. Das könnte ein rechter Winkel sein. Beachten Sie den Unterschied.
Dieser Pfeil zeigt von mir weg, dieser Pfeil zeigt zu mir hin. Das könnte ein rechter Winkel sein. Nehmen Sie sich notfalls mal ein Geodreieck und gucken Sie mal mit einem Auge scharf auf das Geodreieck, um eine Idee zu kriegen, dass Winkel in der perspektivischen Darstellung eine mittlere Katastrophe sind. Ende der Fußnote, deshalb hier zweidimensional, aber es geht genauso im dreidimensionalen und im vierdimensionalen und im 20-dimensionalen mit den geometrischen Vektoren.